Hallo, ich bin der Pongo und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge Bloodborne. Wir sind wieder im Zentrum von Yala. Hier ist eine rote Lampe und ich glaube, da können wir mit jemandem reden. Oh, you must be a hunter. And not one from around here either. And Gilbert, a fellow outsider. You must have had a fun time with it. Dan has a special way of treating guests. Well, I don't think I could stand if I wanted to, but I need to help if there is anything that can be done. This time is cursed. If there are reasons not to be able to find this exit, whatever can be given from this place, it will be more hard than me. I will guard you soon. I have a habit. But if it's not your interest in it, you should try and get through the church. The church controls all knowledge and all administration, and all varieties of things. It just allows the East of the land to be the time of the church, and all of the people of the East of the land to be the time of the church. The East of the land to be the time of the church. The human church is special God. Also wissen wir noch nicht ganz, was die Jagd ist, aber wir haben jetzt die erste Quest sozusagen. Wir müssen in den Kathedralbezirk und zur großen Kirche und die kennt ihr auf jeden Fall aus allen Trailern, wie es diese große Kirche mit dem grünen Ziffernblatt. Und tatsächlich, wenn man das sieht, da am Horizont, da rechts, da sieht man die sogar schon. Da sieht man daran das Ziffernblatt. Okay. Also ist da quasi die Quelle der Blutbehandlung und vielleicht, können wir dadurch einfach mehr über diese Welt herausfinden. Und wir bekommen Kiesel, die meiner Meinung nach unfassbar wie Todessterne aussehen. Kleine Kiesel, die man überall in Yharnam findet, Gegner können damit beworfen werden. Ziemlich spannend. Können wir auch direkt mal ausrüsten, das macht keinen Schaden, aber es ist perfekt, um Gegner damit anzulocken. Und jetzt wird er nicht mal gestempelt! Ja, Mann! Achso, ich habe noch hier oben vergessen. Da bin ich ja letztes Mal vorbeigelaufen. Ich hoffe, der greift mich jetzt nicht direkt an. Hallo. Bum, bum, was? So, was haben wir hier? Ein Blutführer, sehr gut. Hack! Hack! Das war die Transformation. Molotow-Cocktails. Jawohl. Gucken wir uns auch an. Explodiert beim Wurf gegen ein Objekt in lodernden Flammen. Eine der ältesten Jägerwaffen in der Werkstatt. Seit der Tragödie, die Alt-Yharnam getroffen hat, ist Feuer ein Bestandteil der besten Jagd, um Unreinheit zu läutern. Bestimmte Arten von Bessen haben extreme Angst vor Flammen. Das ist echt gut. Man kann den Waffen zum Beispiel auch mit Flammen verzaubern. Oder man findet vielleicht auch noch Fackeln. Und damit kann man die Besten hier einigermaßen im Zaum halten. Und Alt-Yharnam hat nichts mit Hier-Yharnam zu tun. Das ist noch ein extra Bereich. Das habe ich am Anfang fälschlicherweise gedacht, aber da kommen wir hin. Nach Alt-Yharnam. Sogar relativ bald. Hier kann man runter, aber hier komme ich auch gleich von der anderen Seite hin. Na dann. Putz, putz. So. Hast du dir so gedacht? Und jetzt kommen viele Gegner. Jetzt kommen verdammt viele Gegner. Round 1. Fight! Keine Ausdauer. So, einfach alles tothacken hier. So, und hier ist der erste Shortcut. Denn,
von hier aus sind wir jetzt gekommen mit dem Pferd in der letzten Folge. Da war hier die Leiter nach oben. Und jetzt können wir hier einfach lang. Bringt zwar noch nicht viel, aber ist schon mal praktischer. So. Jetzt versuche ich den ersten Parallierer, weil der sonst ziemlich gasig ist. Da habe ich es geschafft, aber dann... Nein! Aua! Nein! Hör auf! Ich nehme... nicht. Fuck. Der Vorteil ist jetzt natürlich, dass wir jetzt hier runtergehen können. Okay. Jawohl. Und testen. Und. Nein, nein. Was zur Hölle? Stopp, stopp, stopp. Nimm den Kiesel. Ran da, ran da. Eingeweide. Jawohl. Nice. Erstmal ein Suppeln. Erstmal das Jude knacken. Ui. Geht gut ab direkt in der zweiten Folge. Die erste Folge musste ich halt erstmal alles einführen, aber jetzt. So. Habt ihr nicht wirklich gedacht, dass ich euch vergesse, oder? Niemals. Ihr kriegt alle jetzt auf die Schnurz. Alle auf die Schnurz, alle auf die Fresse, alle auf das Gesicht. So, wir wandern mal da schön weiter. Ich sage mir erstmal hier Molotov Cocktail. Hallo. Hallo. Ich bin Marcel da, was ist von 1 und 1? Fuck you too. Yes, I am. Sorry, but I don't want anything to do with you. But why? I just want to go outside. I'm afraid of the bastions. Monsters? Ist ein anderes Wort? Hey! Einfach hacken, einfach hacken, einfach Aua! Einfach Aua! Jetzt, jawohl. Gut. Headset-Nachrichten. Moment. Geht gerade gut ab. Fuck. Ich überschätze die Reichweite von dem Ding. So, hier. Gut. Noch jemand? Direkt die nächsten. Komm, her, komm, her, komm. Aua. Und Farben. Wer will noch, hä? Oh, scheiße. Masse darf es? Eins und eins? Ach, komm schon. Aber ich... Oh. Aber man sieht die Gründe, die Leute haben Angst, dass wir selbst an der Beste sind. Weil das passiert ja, glaube ich, gerade. Die Jäger, die gegen die Beste kämpfen, werden selbst zu welchen. Ich meine, das sind keine normalen Leute mehr. Beziehungsweise sind das ja gar keine Jäger. Das ist das normale Volk, was wahrscheinlich so langsam dieser Westernfrage verfällt, denke ich mal. So ist es wohl eher. Die sind nicht mehr bei Verstand. Die sind nicht mehr bei Verstand. Und ich weiß noch nicht, wie ich das da mache. aber irgendwie will das schon gehen. Ich habe gerade eine Blutsteinscherbe gefunden, ne? Genau. Ein großer fester Klumpen, der sich im Kaltblut bildet. Nach dem Tod verhärtet sich in Substanz im Blut und den Teil, der nicht kristallisiert, nimmt man einen Blutstein. In der Werkstatt werden die Blutsteine in Waffen eingefügt, um sie zu verstärken. Ja, das sind die Aufwertungsmaterialien. Erinnert ihr euch vielleicht noch aus der letzten Folge? 100 FPS. Was
als ob ich dann raus war. Voll geil. Und bumm, bumm. So. Und bei dem kann ich jetzt mal einen super Angriff zeigen. Der kann nämlich, wenn man hier den aufgeladenen Stern stark macht, auch diesen Eingeweideangriff triggern, den man schon beim Parieren macht. Heißt, es ist gut, mit der Gegnern zu stehen. Und dann... Batz! Und... Ich denke, mittlerweile sollte allen klar sein, warum das Spiel Bloodborne heißt. Es ist sehr, 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 sehr blutig. Kuckuck! Tschüss! Ah, da kommt sogar. Und tschüss. Knapp. So, jetzt mach ich dich weg hier. Komm her. Hier bin ich geschützt vor dem Schützen. Oh, hallo Hans. Hallo Hans. Stirb uns. Aua. Jetzt nicht mehr sterben, bitte, danke. Nur noch dich, komm her. Yes. Mu-ha-ha-ha-ha. Nix können sie. Nix können sie. Ha, schön. Kaltblut-Tau. Ein Tropfen Kaltblut bringt Blutechos daran. Daraus können Blutechos gewonnen werden. Jeder, die vom Traum gestärkt werden, gewinnt Kraft aus Blutechos. Sie nehmen das Blut mit Gedanken der Ehrfurcht, sogar Dankbarkeit gegenüber ihren Opfern auf. Gut. Dann geht's ja ans frohe Looten. Mehr Quecksilberkugeln. Quecksilberkugeln. Blutfiole. Ein totes Pferd. Eine wackelnde Tür. Ja, das ist auch... Ich würde einfach mal vermuten, das ist ja der Werwolf, den wir schon in der ersten Folge besiegt haben, die ganzen Bürger hier haben im Kollektiv diese Beste besiegt und sind dabei aber selbst der Plage angefallen. So könnte ich es mir vorstellen. Gut, wir gehen weiter. Noch eine Blutsteinscherbe. Sehr gut. Geile Waffen. Blutfiole. Hallo? Ei, ei, ist so gut. Was ist gut? I don't know you either, but I want to go. In your house, please. Irgendwann. Irgendwann finde ich einen Großhammer und dann werde ich deine Tür aufbrechen und dich einfach nur an die Basilfa füttern. Ganz ehrlich. Oh cool, ein Kinderwagen. Verreck. Ah. Das klopft da an die Tür. Oder ans Tor wohl eher. Oh nein. Die Jumpscare drehen. Ohne Spaß, das sind zu eklig und laut. Großen. Ölurne. Hier sind wir durch. Wenn die Urne ihr Ziel trifft, wird das Ziel mit Öl getränkt und ist leicht entflammbar. Feuer ist auf der Jagd häufig in Gebrauch. Die Ölurnen unterstreichen seine Wirkung. Beim Verbrennen von Messern sind die Jäger gelegentlich trunken vom Gefühl der Ränge. Man sieht auch oben links, 20 plus 4 ist das Maximum. Na gut. Komm her. Bam. Putz. Und dann. Zack. Schön wieder umfallen, mein Freund. Schön wieder umfallen. Und wir haben die Fackel. Kommt direkt hier hin. Eine gewöhnliche Fackel, hergestellt aus mit Kiefernharz getränktem Stoff, der um einen langen Stock gewickelt ist. Jäger verwenden Fackeln nicht nur, wo Wandermann schimmeln, weil die Jagd sie in dunkle Winkel führt, sondern auch, weil einige Kreaturen, denen sie begegnen, eine Todesangst vor den Flammen haben.
mag das. Das Feuereffekt. Ich mag die Feuereffekte in dem Spiel. Die sind schick. Generell die Lichteffekte. Gut. Nochmal Kaltblut. Sehr toll. Die ersten Folgen sind halt so ewig lange langwierig, weil ich erstmal die ganzen Items vorlesen muss und so. Aber das fühlt sich. Das richtet sich ja schon in der Folge so ein bisschen. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Hunde. Hunde sind zu eklig in den Spielen. Oh, hi. Ha, so. Und? Jawohl. Bam, bam, bam. Jawohl. Ha. Husch, husch. Fiefmuff. Laff, laff. Ich meine, so tut er das jetzt bei jetzt nicht, weil die das in der ersten Folge gedacht haben. Ich. Ja. Natürlich bin ich ein bisschen albern. Da! Das ist die Kirche. Da müssen wir hin. Problem ist, der Weg wird von diesen Dudes versperrt. Ich möchte ehrlich gesagt nicht in deren Richtung laufen, weil die ziemlich krass. Ziemlich krass sind. Aber hier ist erstmal noch ein Blutstein. Sehr gut. Wir haben jetzt volle Heilung, volle Kugeln, bestens ausgerüstet. Und hier geht's weiter. Das hätten wir von da unten eigentlich schon sehen können. Ne? Jetzt sind wir hier oben. Da haben wir gerade gekämpft. Man sieht nicht die Leichen rumliegen. Das wäre noch cooler. Das Blut. Noch ein Blutstein. Alles richtig praktisch. Komische Runde starten. Noch ein Blutstein. Okay. Und hier. Ist ein ziemlich tiefes Loch. Und neue Gegner. Und da würde ich einfach mal sagen. Erkunden wir das in der nächsten Folge Bloodborne. Ich danke sehr herzlich fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da oder sogar ein Abonnement, so hieß das. Und dann sehen wir uns zu einem neuen Video wieder oder vielleicht sogar einer neuen Folge Bloodborne.